Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Wir sind hier wieder bei Godfall. Sprich mit Erdhüter Zenom. Das machen wir doch nochmal kurz. Your brother is even more of a menace than I thought. He's his own worst enemy. How so? He's wrong about the rites of ascension. They won't turn him into a god after all. Why not? It's a sacrifice ritual. He's a dead man. He's playing with fire. We have to stop him before he wreaks more havoc on this world. Harte Worte. Also da scheint es wohl einen richtigen Geschwisterstreit zu geben. Ich habe mir mal gedacht, so, naja, irgendwann finden die wieder zusammen, aber wenn Geschwister, Brüder, wie auch immer, whatever, sich da in die Wolle kriegen, das ist nicht schön. Familie muss zusammenhalten. Yes. Where's Greaves? He's at his forge. We'll search for it at the Shrine of the Godsmiths. Let's go. Greaves Sunsteel's lair is somewhere below the Shrine of the Godsmiths on the other side of the Azure Enclave. Schrein der Götterschmiede nehmen wir natürlich an, ja, absolut. They are hostile and will attack on sight. Oh, es geht schon in die Luft. Ja, ist doch schön. Da bin ich immer gespannt. Jetzt waren wir schon auf der Erde, waren im Wasser, jetzt sind wir in der Luft. Die Gegner würden mich mal interessieren, wie die so sind. Finde den Schrein. Ja. Machen wir das doch. The Niak. These people were our allies once. Makros corrupts everything he touches. Most of all himself. Ja, bloß hier nicht runterfallen, ne? Wir könnten hier runterfallen, aber ne, wir gehen mal lieber die Treppe runter, würde ich sagen. Ach, ist gar keine Treppe, na hurra. Trotzdem ganz gut gemeistert hier. Oh, eine Truhe. Mal eine, die ungesichert ist. Das gefällt mir. Super schick. Ja, hier können wir noch was einsammeln. Oha. Ich hasse das immer, wenn ihr irgendwas heraufbeschwören, ey. Das ist, ja. Jawoll, so muss das sein. Das will ich echt übel, die mit ihrer Magie immer. Entweder holen sie sich Unterstützung oder belegen dich mit irgendeinem Fluch, dass du gelähmt bist oder wie auch immer. Ein bisschen nervig. Okay. Da hinten ist ein Energiegefäß. Das heißt, hier muss wieder irgendeine geschützte Truhe sein. Ah, den blauen kennen wir auch noch nicht. Und sogar zwei blaue. Oh, ich könnte jetzt hier stehen und die beiden den ganzen Tag beobachten. So, da oben ist die Truhe. Da ist ein Energiefeld. Da ist ein Energiefeld. Und dann müsste man noch das andere finden. Aber ich will mich mit denen da unten noch nicht anlegen. Also das ist ja wieder reiner Bonus. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier normal durchkommen. Um die Story weiter zu zocken. Destroy the crystals to close their portals. Steht denn hier mitten im Portal rum, ey? So, die hat irgendwas gesagt, ich soll die Kristalle zerstören, um das Portal irgendwie zu deaktivieren. Muss natürlich erstmal gucken, wo ich da hin muss. Gehen wir erstmal hier lang.
Oh, das ist ja wieder... Die Ornanierzange findet das C nicht. Ich glaub's ja nicht. Oh, ne. Sehr gut. Oh, diese Beschwörung, ey. Jetzt hör auf damit. Ja, ich sehe die Kristalle übrigens. Wie blind war ich denn? Dann ist doch der Kristall, oder nicht? Dann geht auch das Portal zu. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? So, da holen wir uns jetzt mal die Seele. Sehr gut. Wieder immer ein bisschen ausweichen. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wieder einer, der beschwört, ey. Eieiei. Das war aber ein heftiger Schock, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. So, den haben wir erstmal das Leben ausgehaucht hier. Das machen wir bei ihm ja auch. Hör auf, hier rum zu beschwören. Ja, keine Zeit für so eine Scherze. Auch wieder krass, dass ich da so blind war. Das hätte ich doch sehen müssen, dass es da irgendwie bei dem anderen Tor da irgendwie da drüber ein Kristall gibt. Naja, manchmal ist das halt so. Und zwar da oben, man sieht den Kristall. Ja, hier können wir nochmal was aktivieren. Einsammeln. Wie viel müssen dann überhaupt... Achso, das sind versiegeln Portale. Das ist ein Bonus, 1 von 3, aber... Okay, das kann man mal nebenbei so machen. Energie schmeckt am Ende immer besser. Oder am besten. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Da lang? Vielleicht finden wir hier noch ein anderes Portal, ein drittes oder so. Uns fehlt ja als Bonus nur eins. Noch was einsammeln. Ja, springen ist ja hier C, das vergesse ich immer. Ich gehe mal von Space aus. Sehr schön. Ach, hier haben wir noch einen Energiepunkt. Aber gleich zur Stelle, um ihnen zu helfen. Ja, das gibt's doch nicht. Warte mal, wir gehen mal zu dem einen rüber hier. Der ist doch gleich fertig. Ja, sehr gut. Wir sind aber auch gleich fertig, wenn wir wieder nicht auf die Energie achten. Ja, ein bisschen aufladen hier. Ja, so walks the rabbit. So läuft der Hase. Oh, da können wir uns die tote Seele holen. Sehr schön. Das sind die verlorenen Seelen, waren das, glaube ich. Ja? Ja, irgendwie so. Ist auch geil. Die steht immer so ein bisschen in der Gegend rum.
Man wundert sich, dass er nicht angreift. Ist auch gut so. Ist hier noch irgendein Bonus oder irgendwas Schönes, Verstecktes? Weil sieht hier so geheimnisvoll aus und im Endeffekt ist hier gar nichts. Dann gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Versiegelung. Das wäre ja ganz geil, wenn wir einen dritten Bonus abschließen würden. Das dritte Portal versiegeln würden. Das ist der Elite-Kämpfer? Okay. Ich gedacht, oh Gott, wer mich da erwartet. Ach, heilige Neune. Der kommt ja wieder. Alter Schwede, das fand ich aber sehr krass, muss ich sagen. Ich hab gedacht, der wäre. Das wäre so ein Lappen. Okay, was? Wie oft der wieder aufsteht. Okay, die Niak-Champions sind das. Okay, dann haben wir ja 2 von 3. Ja. Na, hier liegen beide jetzt. Ich würde sagen, das sammeln wir auch nochmal ein, wenn wir schon mal hier sind. Auf jeden Fall ein paar Gefäße zerstören. Brauchen ein bisschen Energie. Da haben wir keine gefunden. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Gucken wir hier nochmal kurz. Okay, da geht's wahrscheinlich später rein. Können wir auf jeden Fall dann hoch. Was liegt denn hier rum? Ah, sehr gut. Krass, eigentlich war das immer so, wenn ich die Gefäße zerstört habe, dass ich dann Energie bekommen habe. Aber das ist wahrscheinlich nicht bei jedem Gefäß so. Ah, jetzt haben wir wieder Energie bekommen. Gerade noch gemeckert, da ist sie. Auch geil. Also das Gold sieht richtig geil aus in dem Game hier. Also ich muss denn jetzt aufpassen, wenn ich so einen Krieger sehe und ich den einmal niedergemetzelt habe, dass der dann wiederkommt. Das hätte ich aber am letzten Mal nicht mit gerechnet. Wie beim Tischtennis, das sind die Schläge, wo man nicht mehr rechnet, dass sie doch dann nochmal zurückgespielt werden. So, zerstöre Portale, indem du ein Schild auf den Kristall wirfst, der sie mit Energie versorgt. Würde ich gerne machen. Jetzt gucke ich aber gerade. Ach, hier oben ist auch nochmal ein kleines Secret. Ja, schade. Wenn näher ran muss. So, da er mir das aber sagt, muss ja hier irgendwo ein Portal sein. Gucken wir mal hier oben, ob da eins ist, weil das wäre ja das dritte Portal. Sind das die beiden, die ich von oben beobachtet habe? Ne, die sahen auch blauer aus. Ne, die sind harmlos hier. Ja? Mal alles schön einsammeln.
Sind ja gierig. Okay, Energie ist voll. Unten die, das Gelbe, die Raserei ist bald vorbei. Nicht vorbei, die ist bald voll. Was, wir können bald zuschlagen. So, Elite-Kämpfer jetzt aufpassen, der kommt nämlich wieder. Ja, warum hat er mich jetzt besiegt? Weil ich nicht geblockt habe. Das ist der Vorteil. Ich habe jetzt so viel Energie, dass wenn ich zuschlage, das hat bei denen noch Nachwirkung. Ey. Abstand halten, bitte. Ah, hier ist der Kristall, sehr gut. Ja, Boni erfüllt. Das ist doch sehr geil. Oh. Ich mag ja, wenn das so ein bisschen wegknistert hier. Okay, Energie ist voll. Da geht's auch lang, aber wir gehen jetzt mal hier lang. Finde ich ganz cool, dass wir die Bonis erfüllt haben. Ich denke mal, ich gehe jetzt hier rein, da geht die Tür zu und da gibt's Ärger, oder? Sanctum. Yes. There's no chance Macros will listen to reason, is there? I'm afraid not, Orin. Okay. Ach du heilige Nonne. Oh, komm, heilen. Wollen wir nicht gleich drauf gehen? Sieht so wenig, aber wir gehen mal auf Raserei. Wir gucken, ob das geht. Ne, geht noch nicht. Das Miese ist, dass sie, wenn ich diese Rosen zerschlage, oder ich laufe dagegen, die mich dann auch schlagen. Na, ist schon nicht ohne. Da habe ich ein bisschen gezögert, weil ich gar nicht, ich dachte, ich wäre schon tot. Ah, das ist das Problem der Rosen hier. Das ist so übel, weil ich nichts sehe. Das ist so mies. Los, komm. Ah, oh, warum habe ich denn meine Energie verloren, ey? Ich blöd, Mann. So, jetzt haben wir ihn aber. Komm. Dritter Versuch. Bisschen drehen. Der lädt seine Energie auf. Wie macht. Und jetzt bin ich blockiert. Besiege den Sonnengleisverwüster.
Ja, den würde ich gerne mal aufs Gleis legen, weil er mir um den Sack geht, aber was willst du machen? So, Energie. Wie willst du denn den besiegen, ey? Da habe ich noch keinen schlauen Weg gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aua. Ich ziehe hier jetzt Energie ab. Das funktioniert. Funktioniert super. Okay. Ich sehe gerade. Ich muss ihm mit diesen gestohlenen Seelen irgendwie einen überbraten. So, komm, Energie, aufladen. Man kann ja mit der rechten Maustaste und mit der linken schlagen. Habe ich noch irgendwas zum Aufladen? Nee. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich jetzt hier einfach so rumlaufe, habe ich gedacht. Na, oh, ich renne da genau rein, ey. Was ist das denn? Ja, alles klar. Alles klar, mein Freund. Ich glaube, es hagelt, ey. Nimm doch diese Energie. Ich drück doch nicht umsonst eher. Okay, er hat jetzt... Er rast jetzt hier durch die Gegend. Das war nicht gerade schlau. Er muss doch irgendwann mal heller werden, ey. Los. Ey, das ist doch... Jetzt hoffe ich aber, dass er keine volle Energie hat, wenn ich jetzt auf ihn zugehe. Doch, hat er wieder. Jetzt versuche ich natürlich, wo es dunkel ist, an ihm vorbeizukommen, aber... Keine Chance. Ich sehe natürlich überhaupt nichts. So, ich mach mal folgendes. Oh. Der hat ja seine Pflanze nicht mehr gehabt eben. Are you tired, Orin? Ja, ich bin müde. So, pass auf, wir rennen jetzt hier mal raus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier aufrüsten können. Weil das, wir müssen irgendwas anderes machen. Das geht so nicht. So, Ausrüstung. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier unten? Aktuell ausgerüstet sind wir mit 1867. Es gibt aber schon Stein 2084. Den nehmen wir. So. Das ist hier, genau, das ist ja hier der. Verwendet wird hier 17, also wir werden hier bei, ach halt, mal was gucken. Und zwar, wenn ich hier, die werden ja, was habe ich denn da?
10-4. Genau. Da muss ich beide dann angucken. So, ich habe jetzt verwendet 21-64. Gibt es denn irgendwas Größeres oder so? Ne, den haben wir schon. Ich habe eigentlich auch mal gedacht, dass er die nach der Stärke schon sortiert hat. Okay, das ist schon das Stärkste, was wir haben. Dann gehen wir hier nochmal drauf. 17,60. 19,64, der Stärker. 19,64. So, jetzt haben wir hier ein Amulett. 21,68. Das ist ein 17er, 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 18er, 15er, 10er, 11, 10. Okay, da können wir auch nichts verbessern. Aber er geht immer komplett raus. So, und hier haben wir jetzt 21,64, 20,72, 21,68. Er ist schon mal größer. Stärker 21,68. Rüsten wir den mal aus. So, und jetzt kommen wir mal zum Schwert. 21,88. Alles 20er, 19er. Stufe 19, Stufe 19, 18, 21,70 ist auf jeden Fall stärker, ist ein Hammer. Vielleicht sollten wir auch wieder einen Hammer nehmen, da haben wir noch andere Möglichkeiten. 21,70. So, jetzt nehmen wir mal einen Hammer, weil ich glaube, mit E hat man ja diese Spezialfähigkeit. Ich glaube, das funktioniert ja nur mit dem Hammer. Sehr gut. Ja, nee, jetzt probieren wir es mal. Greifen wieder an. Ist von der Reichweite her besser. Okay, hier kriegt er uns trotzdem, wenn wir uns nicht bewegen. Das heißt, wir rennen jetzt hier nochmal. Keine Chance, keine Chance. Was ist denn da los, ey? Jetzt kriegt er nochmal einen mit dem Schild. Komm. Energie aufladen. Ah, jetzt kommt er mit dem Scheiß. Ich kann ihn in dem Moment hier auch jetzt keine Energie abziehen, oder? Doch. Jetzt mal aufgeladen. Okay, jetzt. Wenn er jetzt weniger Energie hat oder so, dann könnten wir es packen. Aber ansonsten. Ja. Jawohl. Komm her, den kriegen wir jetzt. So oft gestorben. Aber gepackt. Wow. Sorry, Leute, aber was sollte ich machen? Also.
Das war schon heftig jetzt. Ah, hier haben wir noch einen Stern, haben wir übersehen. Alles einsammeln. Der Hammer ist nicht schlecht, weil wir, wie gesagt, mit E Spezialfähigkeiten haben. Wie hier jetzt. Und wir können hier so ein bisschen bis zur Betäubung schlagen. Ja, so jetzt. Genau, ach. Hat schon gereicht auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier wieder eine Truhe. Das ist gut. Und da haben wir wieder ein Energiefeld. Oder ein Energiegefäß. Das ist Nummer 1 gewesen. Ja, ist Energiefeld Nummer 2. Es muss irgendwo noch ein drittes sein. Damit wir an die Truhe rankommen. Ah ne, reicht schon, oder? Ne, reicht noch nicht. Das heißt, hier irgendwo muss noch hier so ein blaues Energiefeld sein. Irgendwo versteckt. Um die Truhe zu öffnen. Hier sehe ich nichts. Ach, hier. Ja, machen wir anders. Sehr gut. So. Jetzt können wir an die Truhe ran. Manchmal lohnt sich das ja doch, ein paar Bonis einzusammeln. Gucken wir mal, haben wir jetzt noch einen Fertigkeitspunkt, den wir vergeben können? Nee, ist nicht der Fall. Okay, dann laufen wir mal weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Hammer so ein bisschen träge sind beim Zuschlagen. Aber im Grunde genommen gar nicht so verkehrt. Hey, die wollte gerade abhauen. Hey. Was ist denn hier? Habe ich hier eine Markierung hingehauen? Eine Lampe oder was ist das? Ein Wegweiser? Hm. Niemand weiß es. Hammer zuschlägt. Ah, wächst kein Gras mehr. Sehr gut, das hat wieder ein bisschen Energie gebracht. Ja, die sind natürlich durch so ein komisches Tor gekommen und ich dachte, ich müsste wieder ein Kristall zerstören. So many ancient artifacts were made here. Zenon would have wanted to see this place. Ja, hier haben wir auch wieder Energiefelder, die wir zerstören müssen, um da an die Truhe ranzukommen. Aber das übersehen wir jetzt mal. Wir laufen jetzt einfach mal geradeaus. Na, da habe ich mich schnell verkrümelt. Man muss nicht jeden Gegner platt machen. Aber hier geht es jetzt auch ab, also. Vermute ich mal.
mir doch schon fast gedacht. Ah, das hätte ich besser nutzen müssen, ich blöd Mann. Na, nicht schlecht. In plain sight. Rang 1 habe ich erreicht. Fertigkeiten. Okay, hier ist irgendwas am Boden. You're right. The floor is the door. The floor is the door. Das reimt sich ja sogar. Der Boden ist die Tür. Im Deutschen reimt sich das nicht. Oh, das war aber knapp eben. Ja, damit habe ich schon Häuser abgerissen. Ah, er wieder hier. Na, ja, da guckst du, ja? Nichts hier mit seinem komischen Dosenöffner-Schwert. Zeiten sind vorbei, da fall ich nicht mehr drauf rein. Hier ist Ende im Gelände. Aus die Maus. Okay. Jetzt wird's hart, oder? The Black Tide have trapped the Twilight Beacon. Okay, jetzt muss ich warten, bis ich den nächsten Kristall zerstören kann. Weil das, der Kreis unten muss ich ja schließen, damit ich dann die Möglichkeit habe, ein Schild zu werfen. So. Die wollten mich echt mit ihrem Pommes Pika ein bisschen ärgern. Ich glaube, es hackt. So. Sehr gut, solange die mir Energie spenden, ist ja die Welt in Ordnung. Die sind jetzt wieder relativ einfach. Ah, Mist. Muss quasi den Kristall auf der Seite dann kriegen. Ja, natürlich, klar. Dass die mich hier attackieren. Ey. Oh. So ein schwachsinniger Tod, weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe. So, jetzt aber. Ah.
Muss aber mal gut sein, ja? Ah, nächste Stufe. Hey. Okay, muss natürlich jetzt aufpassen. Ey, jetzt reicht's. Das Ding ist, die lenken mich so ab meiner Mission, die ich hier habe. Musst du nur oben. Musst du nur oben den Kristall da treffen und dann ist auch Ruhe. Ja, hat nicht hingehauen. Aber er ist hier so ein ganz mutiger. Und ist auch so einer. Ja. Wenn er erstmal in der Ecke gedrängelt ist, dann macht er ja gar nichts mehr. Ausweichen, R drücken. Nur Energiekapseln. Also man hat gar keine Möglichkeit groß irgendwie was zu machen. Also entweder ich mache die jetzt hier alle platt und hier ist Ruhe. Ich muss mal was gucken. Vielleicht geht es ja auch so, dass ich den Kristall so zerstöre. Ja, alles klar. Ich habe das falsch gemacht. Ich habe nicht vorhin gedacht. Handlungsmission abgeschlossen, okay. Ich habe nämlich vorhin gedacht, ich muss da oben den Kristall zerstören. Ich weiß auch nicht warum. Nichts mehr zum Aufladen. Okay, aber wir haben die Mission abgeschlossen. Das ist ja schon mal was. Das ist nur, dass wir das Signal dann aktivieren, aber ich will die jetzt erstmal hier platt machen. Ja, als wenn man Nagel in die Wand haut. Ah. Ja, ich weiß, du kannst ohne mich nicht reisen. Was denn hier los, ey?
So, Bonus aktiviere das, okay, das ist der Bonus. Wir wollen aber keinen Bonus. Dann schließen wir die Mission hier ab und sind dann auf jeden Fall durch. Sehr gut. So, Fertigkeit freigeschaltet. Wir sind out of time. Makros may complete the rites of ascension before we reach him. If that happens, we all die. Why? If he starts the rites this way, if he starts the ritual without enough Ethereum, it's likely he'll set off a chain reaction. It will rip at the fabric of our universe in ways we cannot predict. What would happen? No one knows for sure. Nothing like this has ever happened before. But it could destroy the monolith and everything in it. Let's not wait to find out. You must reach him before it's too late. We have located the entrance to Greaves Sunsteel's forge. Okay, das akzeptieren wir nochmal, Freunde, bevor wir jetzt Schluss machen an dieser Stelle. Dann würde ich auch sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. War wieder eine nice Runde. Ich habe mich dazu entschieden, wenn ich mal sterbe, es einfach nicht rauszuschneiden. Ich lasse es drin. Auch den eigenen Anspruch zu haben, dann noch besser zu werden. Was mir momentan noch nicht so gelingt. Aber wenn ihr das Game gezockt habt, schreibt mir mal, wie oft ihr gestorben seid. Lasst mal ein Abo da. Und ja, liked das Video oder auch nicht. Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch gefällt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.